Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen, für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen, für das Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm, warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.